Du erhältst den wehenden Wind, eine Essenz der Natur. Süße Früchte reifen heran, wenn der wehende Wind Pollen herantreibt. Awesomeness. Mick, der wehende Wind hat auch mich erreicht. Ich träumte von einem Friedhof im Westen von Horondorf. Könnte dort eine Essenz verborgen sein? Finde einen Seeweg, um dorthin zu gelangen. Und klar, nichts Einfaches als das. Ich muss jetzt locker. 6. 24. No, sag mal, Viertelstunde und dann beende ich der Part. Also, der Part. Die Aufnahmesession. Okay, Süden von Horondorf ist dort links unten. Und dort hat eine Brücke. Dort sind wir schon mal gesehen. Aber die Brücke ist kaputt. Sagen wir es so: kaputt. Ja, sagen wir kaputt. Und zuerst mal müssen wir jetzt nämlich nach Subrosia. Und dort hat es so coole Matrosen. Wollen wir mal befreien. Da bin ich. Ah! Scheiße. Wir hätten noch mal einen Trank können abstauben, vielleicht. Okay, gehen wir mal noch ein bisschen. Völlig über die Türe die Gascha-Kerne kaufen. Vielleicht gibt's ja noch mal was Cooles. Gascha-Kerne, nur 500 Rubine. Nur. Du hast einen Gascha-Kerne. Steck ihn in den Fleck in euch her. Ah, der Donut. Und all das Geld verlieren. Was haben wir jetzt noch? Und sind die Waren ausgegangen, da haben wir uns nach einer neuen Einnahmequelle umgesehen. Eine der zwei Truhen enthält einen Schatz. Es gibt ein nettes Geschenk, wenn man dreimal die richtige Truhe wählt. Einen Versuch macht 10 Rubine. Okay. Okay, und los. So. Links oder rechts? Links oder schon wieder? Nehmen wir links. Zu schade, ein neuer Versuch. Okay. Wir machen das jetzt so lange, bis wir kein Geld mehr haben. Okay, und los. Wählen Sie Ihre Truhe. Ja, es wird schwerer. Es ist immer noch 50-50. Wer läuft mit dir? Hey. Sollen wir die Truhe wechseln? Diesmal wird es schwieriger. Yeah! Glückwunsch! Okay, alles oder nichts. Schaffen Sie es erneut, erhalten Sie ein tolles Geschenk. Okay. Haben Sie Glück. Wählen Sie Ihre Truhe. Links oder rechts? Links oder rechts? Nein! Okay, probieren wir es nochmal. Yay! Und... Yay! Vielleicht sollte ich mal den Text noch vorlesen, was jetzt davor kommt. Ich will mich noch verarschen! Yay! Haben Sie Glück, wählen Sie Ihre Truhe. Okay, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas gewinnen. Aber ich weiß, was das für ein Gewinn ist. Yay, nochmal. Yay, nochmal. Wechseln oder nicht wechseln? Wechseln oder nicht wechseln? Mein Gefühl sagt man nicht wechseln. Scheiß Gefühl. Okay. Nochmal. Und verloren. Gibt's da irgendeine Strategie? Mit dem Quatschen? Nein. Arsch! Wir haben jetzt kein Geld mehr. Wir haben nur zwei Versuche. Okay, bleiben wir mit dem. Yay! Yay! Alles oder nichts, schaffen Sie es erneut, erhalten Sie ein tolles Geschenk. Okay. Links. Links ist es drin. Es ist drin, es ist drin, es ist drin. Da! Ah, es ist nicht drin! Mal auf!
Yeah! Wir haben das ganze Geld verspielt. Sie haben nicht genügend Rubine. Du Arsch. Ich werde die Truhe öffnen. Ah, okay, wir kommen wieder vorbei, wenn wir Knopf haben. Ist doch sicher irgendein Trick. Oh, was ich übrigens auch nochmal an will schauen. So. Flum. 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 Da. Okay. So. Interessant, interessant. Musst du zugehen? Ja, sehr viel zu sehen gibt's da. Okay, wir müssen nach Subrosia, das heißt, wir nehmen am besten. Da. Den Schnellzug. Und wir landen gerade am richtigen Ort, das ist auch noch praktisch. Nämlich bei den Seemännern auf ihrem gestrandeten Schiff. Huhu, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Super. Wie lange wollen Sie wohl noch hier bleiben? Keine Ahnung. Wie ging das doch gleich? Eis 2. Eis. Eis 2. Eis 2, 3. Okay, also. 2. Eis. 2, 3. Und so. In der Reihenfolge. Oh, ich glaube, das war's. Ach, vergiss es am besten. Ahaha. Stimmt alles mit ihm? Dieser Typ ist so vergesslich. Ich hoffe mal schon. Hast du unser Schiff gesehen? Es liegt drüben beim Friedhof. Bisher haben wir es nicht reparieren können. Es ist in üblem Zustand. Der Matrose, der nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch fort. Ich sagte ihm, er soll das Schiff durchsuchen. So wie der Captain aussieht, bekommen wir das Schiff nie mehr flott. Aha. Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir auf. Wo sind wir nur? Gestrandet. Alles sieht so eigenartig aus. Ja, das liegt daran, dass hier unsere Erde sind in einer Lava-Tümpel quasi. Es war so stürmisch, dass der Captain die Glocke verlor, die ihm seine Hübsche gab. Beim Klabautermann. Der Captain hat ein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin irgendeines großen Landes. Unnützes Pack, warum findet ihr mir... Warum findet mir niemand meine Glocke? Ho, du! Ho, beim Klabautermann, man sieht es in deinen Augen. Welch ein erfahrener Abenteurer. Du bist... Okay, finde sie. Finde meine Glocke, ich warte. Gott, kann man sich mal das Schiff durchsuchen? Ah, der Bug des Schiffs liegt in der Wüste? Das müsste heißen... Wüste. Wüste. Okay, ich weiß, wann ich hin muss. Wüste. Wir müssen in die Wüste. Trocken und rau. Los, mein Link. Renn geschwind. Wobble, 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 wobble. Und wir laufen wieder da drüber und komme ich einmal am Lagos des Herrn. Oben im Norden gibt es einen Ort, der von einer seltsamen Kraft erfüllt wird. Sie hält jeden zurück, der sich nähert. Vor kurzem sah die Gegend dort noch anders aus. Da kommen wir auch irgendwann nochmal an. So, wenn es nicht lange, können wir jetzt kurz die Glocke holen und noch einen Abstecher zum Makrobaum machen, weil der hält sich auch noch ein paar Sachen für uns. Wirsti. Es sieht so sehr sandig aus. Das liegt zwar am Strand, aber egal. Du suchst nach der Glocke, dann könnte ich zurück. Danke! Du Arsch! Samassa-Wüste, voraus! Okay, wie ist das Kind?
Eis, zwei. Eis, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Bam, 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 bam. Okay, Kilometer, das zieht lange. Es gibt schon überall so die komischen Monster. Okay, mal schauen. Das sieht doch gut nach was aus. Hat sich da irgendwo eine Glocke? Vielleicht muss ich da Ding aufschlucken. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Okay, gießen da unter dem Fall nimmt. Graben wir uns einmal dagegen. Was? Ich kann nicht graben. Ist das kein Sand? Du willst mich doch verarschen. Au, au! Ich hasse Kaktus. Kaktier! Moment, da kommt man rein. Do you want to verarschen mich? Fah! Verdammt, wer läuft? Okay. Merke, nicht dort aber kein. Dann machen wir das Ganze. Ah, da! Schiffsrumpf! Joho! Als ich die Wüste nach der Glocke abgesucht habe, hat mich ein Sandsturm erwischt. Dann bin ich so wieder aufgewacht. Ich gehe lange nicht ins Jenseits. Habe ich denn Mitgefühl? Dann hilf mir, diese Glocke zu finden. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren. What the fuck? In der Wüste verloren! Suche ihn zuerst! Wir haben jetzt gerade nochmal einen Weg nach Subrosia gefunden. Lol, geil. Ey! What the fuck? So verarschig! Okay. Ich kann jetzt nochmal kurz zurück. Und dann beende ich das Let's Play. Also, die Aufnahme. Langsam muss ich noch mal was essen. Voll hungrig. Hungrig! Kann genau noch kurz zum Makrobaum kommen, ja. Hey Marco. Ah, es geht jetzt nämlich da rauf. Muhaha. What the fuck, was ist denn da? Okay, wir finden da nicht. Mit dem extrem geilen Ausblick. Ups. Beende ich das Let's Play noch als Speicherakt. Sicher und Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.